Musst du eigentlich als Arbeitnehmer im Homeoffice permanent für deinen Vorgesetzten erreichbar sein? Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht auf Kündigungsschutz spezialisiert und das Thema Homeoffice durch den neuen Lockdown. Man sagt zwar leid, aber es gibt ja zumindest die Empfehlung für die Unternehmen, so viel wie möglich auf Homeoffice zu setzen. Dadurch entstehen jetzt natürlich auch wieder verstärkt Nachfragen im Bereich Homeoffice. Und eine Frage fragen mich die Arbeitnehmer immer wieder, muss ich eigentlich wirklich ständig erreichbar sein? Und in diesem Video erkläre ich, wann du erreichbar sein musst. Und ich sage dir auch, welche Grenzen der Erreichbarkeit es gibt. Und am Ende gebe ich dir noch einen Tipp, was du machen kannst, wenn dein Chef dich rund um die Uhr nervt. Das Gleiche, was ich jetzt zu den Chefs sage, gilt übrigens auch für Kunden. Verrate mir gerne in den Kommentaren deine ganz konkreten Probleme im Homeoffice, denn wir machen gerade ein paar neue Videos, wo wir jetzt so ein bisschen die Kommentare durchforsten, um zu gucken, wo drückt der Schuh. Und ich werde in den nächsten Wochen zu diesem Thema Homeoffice hier eine Batterie abfeuern. Ja? Also wir werden wirklich die drängendsten Fragen hier noch einmal aktuell mit den derzeit auch neu gewonnenen Erkenntnissen garniert präsentieren. Wie ist das denn nun eigentlich mit der Erreichbarkeit? Zunächst einmal musst du keineswegs rund um die Uhr erreichbar sein, denn es gilt im Homeoffice alles das, das sage ich ja schon ganz oft hier im Kanal, wenn du Stammzuschauer bist, weißt du das ja auch, dass was normalerweise am Arbeitsplatz des Arbeitgebers gilt, auch im Homeoffice. Das bedeutet, dass du darauf bestehen kannst, dass das Arbeitszeitgesetz eingehalten wird. Du hast deine Arbeitszeit, du hast deine Pausen. Die können auch etwas länger sein, aber es müssen noch Pausen sein. Es können nicht, dürfen nicht geteilte Dienste sein, auch nicht im Homeoffice. Ja? Arbeitgeber sagen ja gerne, arbeitest morgens zwei Stunden, hast du 6 Stunden Pause, arbeitest abends nochmal 2 Stunden. Das wären getrennte Einsätze. Das wäre nicht mehr zulässig jeden Tag, weil dann die Ruhezeiten nach dem Arbeitszeitgesetz eingehalten werden müssen von 11 Stunden. Und das geht dann zumindest bei einer Arbeitszeit von 8 Stunden, wenn man die in 4 Stunden morgens und 4 Stunden abends aufteilt, geht das schlichtweg nicht. Ja? Also insofern, Arbeitszeitgesetz gilt, so Pi mal Daumen, 8-9 Stunden. Wenn es länger ist, muss es einen Ausgleich geben und wesentlich länger geht gar nicht. Zuzüglich der Pausen, die dann aber auch im Homeoffice echte Pausen sein müssen. Zum Thema Pause mache ich übrigens im Homeoffice mache ich nochmal ein gesondertes Video. Das wird gerne völlig vergessen, das Thema. Du kannst darauf bestehen. Jetzt gebe ich dir noch einen Tipp, was du machen kannst. Wenn du das Gefühl hast, dass du hier ausgebeutet wirst, dass der Arbeitgeber über das Ziel hinausschießt, dass du das jedenfalls so nicht akzeptieren willst, denke auch immer daran, dass was du jetzt in der Krise machst, wo du dem Arbeitgeber entgegenkommst, das wird dann möglicherweise später auch von dir erwartet. Wobei das Arbeitszeitgesetz, selbst wenn man temporär auf die Einhaltung verzichtet, entsteht daraus kein Anspruch des Arbeitgebers. Ja, es entsteht keine Änderung des Arbeitsvertrages, auch wenn man temporär Überstunden macht, nicht. Also, wie ist das? Ich empfehle in solchen Fällen von Verstößen, den Arbeitgeber darauf hinzuweisen, auch insbesondere auf das Arbeitszeitgesetz, bei dem Arbeitgeber zu erfragen, wann die konkreten Arbeitszeiten sind, beziehungsweise mit dem Arbeitgeber eine entsprechende Vereinbarung zu treffen. Gibt es hier Vereinbarungen, dann gelten diese auch im Homeoffice. Und darauf müsste man den Arbeitgeber dann im Zweifel den Vorgesetzten hinweisen. Denke auch immer dran, wenn du einen Betriebsrat hast, dass das ein guter Ansprechpartner für diese Fälle ist. Der hat nämlich im Bereich Verteilung und Lage der Arbeitszeiten auch ein Wörtchen mitzureden. Insofern ruhig auch den erstmal informieren und gucken, ob man über die Schiene nicht weiterkommt. Es gibt auch möglicherweise ganz konkrete Betriebsvereinbarungen. Wenn du einen Betriebsrat hast, gehe ich fast davon aus, dann wird da auch etwas geregelt sein. Schau auch einmal in diese Betriebsvereinbarung. Wenn dir das Ganze gefallen hat, abonniere gerne den Kanal. Ich freue mich immer über Daumen hoch und über Hinweise, wie es vor Ort bei dir läuft. Wie gesagt, die nehmen wir dann auch gern auf. Danke. Tschüss.